Hallo an mein Jungfrau-Kollektiv. Es ist Zeit für die allgemeine Wochenbotschaft. Mal gucken, was bei euch in der kommenden Woche für den einen oder anderen eine Rolle spielen könnte. Wir haben hier zuerst den Schwertkönig. Okay, das kann vielleicht deine Energie sein, weil du hier gerade sehr im Verstand bist, ja? Es kann aber auch die Energie einer anderen Person sein, mit der du es zu tun haben könntest. Es geht weiter mit dem Element Luft. Der Justice, der Waage, dem Ausgleich. Ja, unabhängig davon, dass es hier eine andere Person sein kann, kann es sich auch tatsächlich um deine eigene Energie handeln. Ja, sehr im Verstand und den Verstand klärend. Wäre jetzt nichts Ungewöhnliches in der aktuellen Energiephase, dass Dinge im Verstand geklärt werden müssen. Dass eine Übersicht geschaffen werden muss über bestimmte Dinge. Vor allen Dingen, wenn hier der Page der Münze rausfällt, wo es um dein Geschick geht, Dinge ins Wachstum zu bringen, dich selbst ins Wachstum zu bringen, die Gelegenheit zu nutzen. Kannst du wirklich auf diesem verdörrten Boden etwas anpflanzen? Oder wäre es gut, ein bisschen Wasser mit ins Spiel zu nehmen, um den Boden ein wenig aufzuweichen, damit du deine Pflanze tief eingraben kannst, die sich fest verwurzeln kann? Und ja, langfristig in die Fülle führt. Denn mit der Münzkönigin geht es natürlich darum, bodenständig zu bleiben. Ergebnisorientiert zu sein. Das Ergebnis ist hier ein Vertrag. Zwei der Kelche. Du siehst da schon einen Sinn drin in dieser Verbindung. Ja, mit dem Hierophanten. Aber ich habe hier mit den zwei der Schwertern auch Zweifel. Was durchaus nicht unberechtigt ist. Da hier noch Dinge geklärt werden müssen. Und vor allem in dir. Damit hier wieder Romantik einkehren kann. Ritter der Kelche. Wenn ich mir jetzt deine Energie als Luft annehme, ja, dass du sehr luftlastig bist in der Woche, sehr im Verstand bist, ja, also oben, verstandmäßig agierst. Und da kommt natürlich jemand rein, der Gefühl mitbringt, ja, dich gerne umsäuseln möchte. Kann ich durchaus verstehen, dass du in der Energie, wo du eigentlich mehr in der männlichen, in der Tatkraft bist, dass die feminine Energie gerade nicht so viel Platz hat. Verstehe ich total. Kann ein Trigger sein, um wieder mit der Hohen Priesterin zurück in die Dualität zu finden, in deine eigene Dualität. Also diese Menschen kommen meist dann, wenn es eigentlich nicht passt. Aber eigentlich genau richtig. Schöne neue Woche.